Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Battles. Mein Name ist Luca Zeit und letzte Folge, da habe ich mit der einen Waffe, dem Hydranten SE, ein bisschen, sagen wir mal so, versagt, weil ich mag die Waffe nicht, das ist wirklich so. Und dementsprechend bin ich jetzt eben abgestiegen, aber ich bin jetzt heute mit dem Galon 52 Deko, so heißt die Waffe, unterwegs. Und ja, Dekabahnstation und Steinköhlergrube. Ja, Steinköhlergrube, auf das freue ich mich eh schon, weil die Map habe ich noch nicht so oft gespielt. Und ich habe noch nie, wer nennt man das? Ein Operation Goldfisch in der Steinköhlergrube gespielt, was auch interessant ist. Also, ich habe mir die Map ganz kurz angeschaut, für den Fall, dass ich mich einmal ganz derb verirre, weil das kann ja doch passieren. Es ist eine interessante Map, eine sehr interessante Map. Aber, wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr über Like freuen. Ich sag's lieber gleich jetzt schon mal, bevor ich es nachher noch vergesse. Und ja, Dekabahnstation. Oh yeah, okay. Doch mal. Also, normalerweise mag ich Dekabahnstation nicht so gern, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Steinköhlergrube mag, also schauen wir mal. Da kann ich derzeit nur hoffen. Diese Kämpfe heute werden auch ein bisschen länger dauern. Boah, ich habe noch gekillt. Ich habe noch gekillt. Das obwohl. Okay, wir schreiten noch. Ich nehm's. Okay. So nicht, mein Freund. Oh yeah. Ah, shit, da ist noch einer. Ich hab doch, der braucht noch ein bisschen, bis er da ist. Ah, Gott. Na gut, guter Vorstoß aber. Ich bin stolz auf mein Team, das läuft gerade gut. Was war das da? Also, ich sehe den Zweck noch nicht. What? Was war das? Goldfischkanone. Ja. Naja. Noch nicht zufrieden. Na. Okay, schauen wir mal, ob ich da jetzt einen töten kann. Oder nicht? Naja, bessere Position. Oh, sehr zwingend. Okay. Na gut. Oh shit. Irgendwie funktioniert. Hinter mir. Hinter mir? Okay. Ist gerade überhaupt nicht gut. Ich glaube, wir verlieren gleich mal die Führung. Ah Gott. Ihr defensiv spielen müssen. Ah! Ich darf nicht zu aggressiv reingehen. Ich verstehe sie. Was tut der Roller da? Das geht gar nicht. Ein Rückzug verhindern. Ah, come on. Na! Das gibt's ja nicht. Töte ihn! Sehr gut. Ach, mein ganzes Team. Ah, shit. Na, ich hab ihn nicht gekillt. Schade. Sehr schade. Das ist aber gerade ein großes Problem, was da abgeht. Weil, was soll das erstens einmal? Ist der Kaffee? Na, okay.
Ich muss hier sogar alles kontrollieren. Nice kill. Ich muss noch ein bisschen warten. Na, hinter mir. Schon wieder hinter mir. Ah, gut. Er ist führig. Oh, oh, oh. Ich muss hinspringen. Alles andere hat gerade keinen Sinn. Ja, mei. Hilft nix. Okay, jetzt habe ich vor, das Ding da rauszunehmen. Also, da ist noch so ein Ding. Da. Lieber defensiv. Okay. Einfach so, weil es cool. Noch geschwinder den Zucker drauf wallern. Okay, na, ein guter erster Kampf. Es war jetzt nicht optimal, aber es war gut, es war gut. Ich hätte zwar gerne ein paar mehr Leute gekillt, aber ja, man kann leider nicht alles haben. 9-9. Naja, hätte besser laufen können. Aber ja, die nächsten Kämpfe, die werden sozusagen die besten hineinkommen, wie üblich eben. Und am Schluss eben, wie üblich, auch den Killscore und alles werde ich auch einblenden. Aber ja, das dauert noch, bis dass wir so weit sind. Also ja, schauen wir mal. Bis gleich. Ah, und da haben wir es, die Steinkühlergrube. Nun, vielleicht sage ich den Kampf sogar her, ohne dass ich den vielleicht gewinne oder nicht gewinne oder geil spiele oder nicht so geil spiele. Ich weiß eben noch nicht. Ich weiß auch nicht, wo jetzt der optimale Weg ist, weil irgendwie schaut das gerade anders aus wie das, was ich so kenne. Das ist mir gerade leicht verwundert. Deswegen gehe ich mal da hinauf. Weil es kommt. Ups, ich sollte da ein bisschen Fläche machen. Und der hat es im Ernst geklappt, dass er mich töten kann. Nur weil ich defensiv spiele. Ah, der hat mich getötet. Fokus Profi-Kleckser. Ja, hat ein bisschen mehr Reichweite wie ich. Es ist halt so. Okay. Ein bisschen defensiv ausweiten. Und ein bisschen offensiv. Hey, was tust du da? Potato! Tot! Okay. Zwei von unseren Freunden leben noch. Schauen wir mal, ob die den Gegner halten können. Ja, sehr gut. Erstaunt. Ups. Ah, ich hab einen killed. Cool. Oh, ich hab keinen killed. What the f... Ah, das ist ja schnell gegangen. Potato. Okay. Für den Fall, dass wir es brauchen. Wo ist eigentlich unser... Ah, da hinten, oder was? Wo ist... Ah, da ist. Nice kill. Ups, zu weit. Klappt die Schreit. Ja! Ich will noch nicht getötet werden, das ist zu früh. Na, ich hab echt keinen killed! Echt gar keinen! Okay, das ganze Team ist gerade draufgegangen. Nicht gut. Ah ja, was ist? Ui! Ich hätte noch rechts ausweichen sollen. Dammit! Der Feind ist aber langsam.
Ah, dang it. Scheiß Barriere. Wir haben das ganze Gegnerteam getötet. Die schreiten auf den Sprung. Bin ich doch ein bisschen schneller. Was? Verloren? Ja. Ah, lol. Na, da war noch einer. Hat mit der auch einer gekillt, wer was dahergekommen ist? Wahrscheinlich. Oh Gott. Ah, lustiger Kampf. Mir gefällt mir das gut. Ich spiele zwar nicht gut, aber er ist lustig. Da! Ah! Na, fuck. Und ich werde nichts getötet. Super. Geht doch. Los ihn mal. Hin und wieder muss man aufhören. Es hilft euch nichts. Na, so tot. Und wenn er noch überlebt, sehr gut. Ah, das war eine gescheite Aufteilung. Der Freund hat sie zurückgezogen und wir haben sozusagen den Gegner aufgehalten. Das war cool. Ja, nachher ein cooler Kampf. Wisst was, den lasse ich rein. Drinnen. Im Video. Ihr wisst schon. Ja, ich habe jetzt zwei Kämpfe hintereinander gewonnen, was mich ziemlich gefreut. Und ja, ich werde einfach nur ein bisschen weiterkämpfen. Und hoffen wir einfach auf das Beste. Und ja, schauen wir mal. Okay, und da sind wir wieder zurück in einer weiteren Runde Steinkühlergrube. Jawohl, das taugt mir. Steinkühlergrube, ja, ist glaube ich eine ganz ordentliche Map. Ein gegnerischer Sniper ist dabei. Kein E3K Liter, aber ein Sniper. Weißt du was? Da geht sie aus! Ich hab's gegnerische Team ausratiert! Warum macht mein eigenes Team nichts? Das ist ja unmöglich! Machen wir genau gleich nochmal. What? Come on, really? Really? So verliere ich? So verliere ich? Okay, na eh, pfui. Ja, das bedeutet, dass wenn man so verliert, dann hat man einfach ein schlechtes Team, das was. Ja. Nichts zusammenbringen. Man darf wohl erwarten, wie die drei ausratieren, dass dann was zustande kommt, oder nicht? Na gut, ich würde sagen, ja, der Kampf, den lasse ich jetzt ausnahmsweise 3, obwohl ich ihn verloren habe. Aber das gibt's gar nicht. Okay, und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde Dekabahnstation. Ja, wird schon irgendwie funktionieren. Diesmal schaut sogar gut aus von der Teamzusammenstellung. Connor ist AFK, sehr gut. Stoppen wir mal. Endlich mal ein Kampf, der was ein bisschen was bringt. Die letzten habe ich ja alle jetzt verloren und das ärgert mich wirklich zutiefst. Ja. What?
Geht doch. Na! Oh, mein Schießen reicht nicht. Tja, Pech gehabt. 55 Punkte ist dafür ein guter Anfang, mit dem man sie definitiv sehen lassen kann. Wir haben gestoppt. Das war das Wichtige. Das Einzige, was zählt. Ah, oh, Vögelchen. Nett. Haha! I'm the king of evil! Und I'm soon dead. No! Ich bin gleich tot. Leb noch. Ich hab keine Ahnung wie. Ah! Ich habe echt keine Ahnung wie. Wie lebt der zum Teufel? Ah! Wie hat der das gerade... Ja, na, wenn ich alles töte, alles, was irgendwie einer halbwegs wichtig erscheint und... Und dann mir noch immer verlieren, dann läuft was mit meinen Teamkollegen falsch. Das ist so. So, Retreat abkürzen. Ich halt's da jetzt. Gott dang it. Ah. Meine Teamkollegen stehen noch nicht einmal gegen Ohren gewinnen. Ja, na dann. Dann verliere ich halt schon wieder einen Kampf. Und was ich eindeutig gewinnen sollte. Oh. Oh. Okay, eine Minute haben wir noch, um vielleicht noch eine Partie auszufangen. Jetzt. Ah, sehr gut. Ha? Geht er nicht auf mich? Ein paar Meter. Ah, Gott. Muss ich das echt selbst in die Hand... Hinter mir. Selbst in die Hand nehmen. Was ist mit meinen Teamkollegen los? Ich spiele echt gut und sowas passiert. Die ganze Zeit. Ah. Na, Gott dang it. Ja, na, eh. Ja. Ich bin gerade ohne Worte, weil den Kampf, den hätte ich gewinnen sollen. Aber sowas von. Ich hab gut gespielt. Diesmal kann ich mit felsenfester Überzeugung sagen, ich hab gut gespielt. Und ich weiß nicht, warum wir trotzdem verlieren. Ah, ja, na. Ich werde einfach ein paar Kämpfe weitermachen und schauen wir mal, was so passiert, weil es geht gerade nicht.
Okay, und damit sind wir in der Dekebahnstation. Ich hab übrigens auch eine schlechte Nachricht. Und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich werde jetzt ganz kurz onscreen mal meinen Punktestand, also meinen derzeitigen, einblenden. Und ja, ich verstehe nicht ganz, warum das jetzt auf A6 Punkte bin. Das geht mir gerade nicht ein. Und das geht mir auch nicht. Und der, was war der für? Naja, was soll's. Mal ein bisschen was einfärben und da ein bisschen was töten vielleicht. Hey, wir führen. Okay. Wenigstens nochmal ein Anfang. Oi, das war knapp. Okay. Na, das war schlecht auf meiner Seite. Das gebe ich sogar zu. Was spüre ich eigentlich heute für Müll? Also ganz wirklich, das ist ja eigentlich eine Frechheit. Eigentlich eine echte Frechheit. Schon langsam verstehe, warum ich abstecke. Dann kommt sowas. Wir haben das Team ausradiert. Geh mal. Ah, ich will jetzt. Na gut. Ich nehm's. Okay, du nimmst es. Da können wir nicht durch. Hab's versucht. 16 Punkte ist ein guter Anfang. Okay. Oh, unser Team ist gerade draufgegangen. Komplett. Ja, mei. Nicht schlimm. Es war in der guten Hälfte. Warte. Hat mich der gesehen? Oder hat er einfach blind draufgeballert? Kitty Cat, witziger Name. Okay. Na, 16 Punkte, das passt. Mal kurz da warten, bis die Team Zucker weg ist. Oh. Ah, endlich! Hoppa! Das gibt's ja nicht. Das gibt's echt nicht. Komm! Danke. Sie wollen's unbedingt. Ich merke sie. Verschwinden wir einfach mit der Kugel. Ist am gescheitesten. Na, verschwinden. Komm. Das schaffst du. Bis sie weitergehen. Sehr gut. Er macht hier was. Ah, oh, da ist er. Na, manchmal muss man einfach weg sein. What? Aber guter Stopp. Ja, na, mein Team ist diesmal ein bisschen besser und ich auch. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Das ist so viel verfeilt, das ist die alleinige Frechheit schon. Ah. Na, der stirbt gleich. Dauert nicht mehr lang.
Was? Verlängerung? Noch für den Fall. Okay. Na, ich habe zumindest mal den Abstiegskampf überlebt. Und ja, irgendwie laufen die Kämpfe gerade so in etwa ständig. Ich weiß nicht, keiner hat einen Plan, was eigentlich zu tun ist, und in dem ganzen Tumult bin ich mir dann selbst auch nicht mehr ganz sicher, was ich zu tun habe. 96, ja, zufrieden kann ich damit nicht sein, aber besser wie das. Eigentlich nicht besser. Ich glaube, den einen Kampf habe ich hergezeigt mit 18,5, den ich verloren habe, Alter. Ich mache noch ein bisschen weiter und vielleicht geht ja noch was.